Hallo, wie schön, dass du da bist. Heute habe ich mal wieder einen Interviewgast bei mir, den Paul Henkel. Paul und ich kennen uns schon eine ganze Weile, haben früher mal zusammengearbeitet und heute ist Paul Content-Marketing-Texter im B2B und da war es natürlich total naheliegend, dass ich Paul mal zu mir ins Interview einlade. Schön, dass du da bist, Paul. Ja, hallo Marie, freut mich auch. Paul, ich kenne dich ja schon eine Weile, die Community kennt dich ja noch nicht. Wenn wir zwei uns auf einen Kaffee treffen würden, wie würdest du dich denn in einem Satz vorstellen? Okay, also wenn wir uns treffen würden, dann du meinst wahrscheinlich eher vom beruflichen Kontext, würde ich sagen, ja, ich bin Paul, ich bin Content-Marketing-Texter und vorwiegend für Technologieunternehmen und helfe denen, mehr Leads, mehr Traffic, mehr Kunden zu gewinnen. Ja, Wahnsinn. Das hast du schön auf den Punkt gebracht. Da hast du auch schon so ein bisschen gesagt, was machst du beruflich? Dein thematischer Schwerpunkt Technologieunternehmen. Voll spannend und ich weiß ja auch und ich glaube auch diejenigen vielleicht, die zugucken, die selbst in IT-Unternehmen arbeiten und Technologieunternehmen, wie schwierig das Ganze auch ist. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie du dir da das Wissen angeeignet hast und warum du diesen Weg gegangen bist? Ja, ich versuche es mal. Also das Wissen besteht für mich so ein bisschen aus zwei Teilen. Einmal dieser Aspekt Schreiben und einmal mehr das Marketingwissen. Ursprünglich komme ich aus dem Journalismus, das heißt, ich habe Journalistik studiert und das hilft mir natürlich auch heute immer noch zu wissen, okay, was macht gute Recherche aus? Wie schreibt man so, dass man irgendwie den Leser schnell fesselt und begeistert? Wie baut man einen Text auf, auch zu einem komplexeren Thema, so dass es jeder versteht? Genau, und da kommt das Wissen aus dem Studium, aber auch natürlich dann durch die praktische Erfahrung danach. Also viel einfach Learning by Doing und eine Prise Talent, sonst wird es beim Schreiben, glaube ich, auch schwierig. Und der Marketing-Aspekt, auch sehr viel Selbststudium, also viele Bücher habe ich gelesen, höre regelmäßig Podcasts, Blogs aus dem amerikanischen Bereich. Und natürlich auch habe ich ein paar entsprechende Weiterbildungen mir gegönnt, weil ich denke, es ist immer gut, auch eine fundierte Basis zu haben, wenn man in einem Bereich arbeiten will. Manchmal erscheint es ja jetzt mittlerweile so, okay, du kannst jedes Thema durch einen Online-Kurs lernen innerhalb von einem Wochenende oder sogar ein paar Stunden und da bin ich dann vielleicht ein bisschen altmodisch. Ja, finde ich auch ganz spannend, was du gesagt hast. Häufig fiel der Begriff Selbststudium. Würdest du sagen, dass das wichtig ist, dass man auch in der Lage ist, beim Texten oder beim Content-Marketing im Allgemeinen sich die Dinge selbst anzueignen und dann versuchen umzusetzen und sich zu trauen? Unbedingt, würde ich sagen. Ja. Also gerade als freier Texter hast du natürlich auch nicht immer die Anleitung und hast nicht immer sofort das direkte Feedback von jemandem, der fachlich auch genauso im Thema ist und dir da kompetent was sagen kann. Das muss man sich dann anderweitig suchen, sei es durch Coaches, sei es indem man wirklich Kurse macht, in denen man praktisch arbeitet und dann Feedback bekommt. Und wer sich nicht selber kritisch reflektieren kann und auch merkt, okay, da habe ich noch Schwächen, da sollte ich vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten, dann wird es natürlich schwierig. Ja, ich finde auch total wichtig, dass und glaube auch, dass du am besten lernst eigentlich, indem du eigene Erfahrungen machst, vielleicht auch Fehler und daraus lernst, um es besser zu machen und halt auch Feedback von anderen zu bekommen. Und das muss ja gar nicht unbedingt ein Feedback von einem Coach sein, kann es natürlich, aber es kann ja halt auch ein Kollegenfeedback sein, das kann auch von einem Freund, von einem, was weiß ich, dem Partner, je nachdem, um welche Baustelle es auch gerade geht, sein. Aber das finde ich auch ein besonders wichtiger Aspekt, der sich auch nicht nur auf den Bereich Content Marketing bezieht, sondern aus Marketing im Allgemeinen. Ich glaube, das ist schon ein Erfolgsfaktor, auch weiterzugehen und mutig zu sein, neue Dinge auszuprobieren, umzusetzen, zu lernen, weiterzukommen. Um das vielleicht noch zu sagen, natürlich ist letztlich auch total entscheidend, dass man sich das Feedback der Kunden zu Herzen nimmt, denn die entscheiden ja letztlich darüber, ob man in dem Bereich, also was Erfolg ist, ob der Text gut ist, das entscheidet letztlich der Kunde. Und egal wie viele Experten mir sagen, dass das nach den Regeln der Kunst hervorragend ist, wenn ich nur unzufriedene Kunden habe, dann nützt mir das ja auch gar nichts. Ja,
Ja, als Unternehmer auf jeden Fall. Wenn du jetzt Marketer bist, dann ist es wahrscheinlich eher so, dass dann halt dein Chef entscheidet oder je nachdem, wer halt die Redaktionsleitung, je nachdem, wer dann halt auch gerade den Text Korrektur liest und wo denn da auch der Fokus drauf ist. Ne? Das ist dann, sage ich mal, im Angestelltenverhältnis noch ein bisschen was anderes, als wenn du selbst Unternehmer bist, wie bei dir jetzt natürlich. Da musst du dich dann natürlich den Kundenwünschen beugen. Und das stelle ich mir manchmal in der Tat auch gar nicht so einfach vor, dann halt den Spagat zu kreieren zwischen was ist eigentlich richtig aus deiner Expertise, also aus deiner Expertensicht und was wünscht der Kunde sich denn da gerade? Weil du natürlich weißt, okay, wenn ich den Text jetzt aber anders schreibe, zum Beispiel zum Reichweitenaufbau oder so, dann wird er vielleicht nicht so erfolgreich, wie weil der Kunde halt mehr sich selbst in den Fokus haben will und es gar nicht so viel Mehrwert für den potenziellen Kunden bietet. Ja. Auch da ist dann einfach der Versuch, im ersten Gespräch, wenn man irgendwie einen Beratungsanteil hat, versuche ich schon anzuraten, was ich sinnvoll finde fachlich. Und letztlich ja, entscheidet der Kunde dann, was er da annehmen möchte und was nicht. Ja. Und das ist ja nicht viel anders im Angestelltenverhältnis. Ich kann argumentieren, wenn mein Chef dann sagt, nee, wird aber anders gemacht, okay, dann ist es so. Ja, dann trägt die Verantwortung aber letzten Endes im Angestelltenverhältnis der Chef. Beim Kunden ist es wahrscheinlich dann einfach so, dass es häufig auf den Dienstleister geschoben wird. Der hat ja dann keine ordentliche Arbeit gemacht. Was ich dann wahrscheinlich häufig gar nicht mitkriege. Vielleicht ja. Auch zu okay, heute geht es ja auch so ein bisschen um die Content-Erstellung B2B. Nicht nur so ein bisschen, sondern das ist das Hauptthema. Deswegen habe ich dich ja eingeladen. Und ich würde total gerne tiefer mit dir in die Praxis einsteigen, weil ich glaube, dass es total spannend für die Community ist, mal ein bisschen in deinen Kopf reinzugucken und ob du anhand von zwei Beispielen mal erklären kannst, wie du eigentlich bei so einer Content-Erstellung vorgehst. Und dazu habe ich mal zwei Beispiele vorbereitet. Und zwar einmal, nehmen wir mal an, du möchtest einen Content erstellen, der potenzielle Kunden im B2B auf die Webseite lockt. Wie würdest du denn da vorgehen und worauf achtest du dabei? Ich versuche das mal. Ich habe ja das Glück, ich bin ja Auftragstexter. Das heißt, im Regelfall kommen Kunden auf mich zu und wissen dann auch schon, welches Thema sie irgendwie umsetzen wollen. So, dann findet, also steht und fällt eigentlich das Ergebnis mit einem guten Briefing. Das heißt, Briefing im Sinne von einem ersten Gespräch, in dem man die wichtigen Fragen klärt und oder, dass man auch eine Checkliste hat, um wirklich sicher zu gehen, okay, also ich dann als Texter, ich habe die Arbeitsgrundlage, ich habe alle Infos, die ich brauche, um einen guten Text fertig zu machen. Mhm. So, und die Basics wären dann sowas wie, für welche Problemstellung will eigentlich das Unternehmen gefunden werden? Also, ne, welche Lösungen bietet das Unternehmen an und wo ist viel, was ist vielleicht der größte Schmerz der Kunden, was ist das drängendste Problem, dass man das dann auswählt, um dazu einen Content zu erstellen. Genau, sich dann zu überlegen, okay, wer ist genau der Kunde? Das hat mein Kunde im besten Fall schon getan und hat irgendwie Buyer-Personas oder Zielgruppendefinitionen. Wenn nicht, sollte man auf jeden Fall ein paar Eckpunkte da festzurren, dass ich das auch von der Tonalität und von überhaupt der ganzen Ausgangssituation berücksichtigen kann. Okay, dann weiß man, okay, für wen und worum geht es. Das heißt, der Inhalt und die sprachliche Aufbereitung, das steht dann eigentlich fest. Dann ist die Frage, gibt es Material? Ist Material vorhanden? Bei manchen Technologiethemen, Produkten, ist ja nicht alles offen im Netz verfügbar. Das kann manchmal sehr speziell sein. Dann bin ich immer sehr dankbar, okay, wenn der Kunde mir Material gibt. Ansonsten recherchiere ich das. So, und dann beginnt die Strukturierung des Inhalts. Darf ich noch mal kurz einhaken? Da habe ich noch eine Frage zur Recherche. Wenn du jetzt in der Vorbereitung die Buyer Personas kennst, und du kennst halt die Probleme, die Schmerzpunkte und so weiter. Wie überträgst du das denn dann in die Recherche? Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Also was gibt es bei Google ein zum Beispiel? Jetzt einfach mal dass wir so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen, wie du das überträgst, diesen Switch von
ich habe eine Buyer Personas und ich habe vielleicht Input und wie übertrage ich den denn jetzt in meine Recherche, weil die ja die Basis bildet quasi für die guten Texte. Ja. Also die Recherche ist erstmal fokussiert natürlich auf den Inhalt. Da berücksichtige ich jetzt bei der Suche nicht zwingend die Buyer-Persona, natürlich auch, jetzt fällt mir jetzt ein gutes Beispiel spontan ein, vielleicht mal so das Thema IT-Sicherheit. Da sucht vielleicht ein Laie mit anderen Worten als ein Entscheider, der irgendwie die IT-Sicherheit seines Unternehmens aufrüsten will. Das würde ich natürlich berücksichtigen, um vorher mir erstmal überhaupt einen allgemeinen Überblick zu verschaffen, wie suchen Menschen, welche Begriffe gibt es, welche Inhalte ploppen dann auf, passt das zu der Buyer-Persona, die besprochen wurde, passt das nicht so? Und so kann ich ja immer feiner zuspitzen, welche Inhalte für mich dann relevant sind. Erstmal sammle ich großflächig überhaupt den Inhalt, den ich so finde, und dann prüfe ich, und manchmal reicht es ja auch schon, wenn man aus allgemeinem Content, allgemeinen Informationen, das so herausfiltert und einen speziellen Dreh reingibt, dass das die spezielle Buyer-Persona anspricht. Nicht immer muss man ja einen völlig anderen Inhalt recherchieren. Es ist mehr die Art und Weise, wie man es dann sprachlich umsetzt und welche Inhalte man auswählt aus dem großen Pool an Inhalten, die da verfügbar sind. Und wenn ich dich da richtig verstanden habe, sind das die Inhalte, die für die Buyer-Personas in dem Moment am wichtigsten sind, richtig? Genau. Die hilfreich sind, um das akute Problem zu lösen. Also meistens ist es ja so, dass man Inhalte erstellt, Artikel erstellt, die bei irgendeinem Problem weiterhelfen. Ja. Würdest du sagen, das ist auch ein Erfolgsfaktor, wenn man sich auf, ich habe es jetzt neulich Problemlöser-Content genannt, fokussiert und das anbietet? Das würde ich schon sagen. Ja. Ich würde aber sagen, es ist immer die Mischung, die es macht. Mhm. Wenn man jetzt nur jeden Content ganz lange Ratgeber Artikel veröffentlicht, die fachlich super sind, dann ist das aber für den Nutzer, der regelmäßig kommt, weil er schon erkannt hat, oh, bei dem Unternehmen, das hat irgendwie Expertise in dem Bereich, da finde ich hilfreichen Content, dann wird das anstrengend und ein bisschen langweilig. Also man sollte schon sich bemühen, auch mal ein bisschen lockeren, leichteren Content da einzumischen, sei es Interviews oder irgendwelche anderen Formate. Okay, nach der Recherche, wie gehst du weiter vor? Ja, nach der Recherche strukturiere ich meinen Text grob vor. Mhm. Das ist natürlich sehr vom Einzelfall abhängig. Also ich hangel mich da in Zwischenüberschriften lang. Das ist so ein ganz bewährtes Prinzip, das habe nicht ich mir ausgedacht. Das bietet sich einfach an, man vielleicht direkt auch die Überschrift provisorisch festzulegen, damit man weiß, okay, darum soll es gehen. Das ist das Kernthema und jeder Artikel sollte wirklich nur eine Kernfrage beantworten. Klar mit Unteraspekten, aber jetzt, man möchte nicht 10.000 Fässer aufreißen, das ist diffus, das hilft keinem weiter. So, dann muss man nicht sich am ersten Satz festbeißen, wenn man dann schreibt, sondern einfach mal den vorhandenen Inhalt provisorisch formulieren, pro Absatz einen Gedanken, Kerngedanken, Kernargument und erstmal einen ersten Entwurf machen. Der erste Entwurf ist immer so mäßig und dann kann man sich, und da sollte man sich auch nochmal intensiv mit dem Teaser, also mit dem ersten Absatz der Einleitung oder wie man es nennen möchte, beschäftigen, weil der natürlich entscheidend ist, ob der Leser weiterliest bis zum Ende, ob der länger auf der Seite bleibt oder direkt sagt, nach zwei Sätzen nehmen, also die Art finde ich komisch, spricht mich nicht an, scheint der falsche Inhalt zu sein. Ja. Was ich gerade nochmal total schön fand, was du auch nochmal betont hast, ist das einfach machen und einfach losschreiben. Ich glaube, dass ganz, ganz viele, wenn die halt anfangen zu texten, im Kopf haben, nee, ich muss das jetzt richtig, direkt richtig schreiben und das muss in Anführungsstrichen perfekt sein. Und dann ist nämlich das Problem, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ich kenne es eher vom E-Mails schreiben eigentlich, wenn ich dann den ersten Entwurf geschrieben habe und so in den Schreibfluss komme, dann kann ich halt immer noch verbessern. Aber wenn ich anfange und mir direkt sage, okay, das muss jetzt direkt fertig sein, sage ich mal, dann komme ich aus dem Fluss raus und es wird nichts. Dann kann ich es direkt lassen. Und deswegen ist auch
das, was du gesagt hast, so schön, weil ich glaube, es ist ein total wichtiger Tipp zu sagen, okay, fang einfach an, schreib runter, wenn da Rechtschreibfehler sind, Schnurzpiep egal, wenn da Kommafehler sind, Schnurzpiep egal, wenn du nicht das richtige Wort weißt, auch kack egal, entschuldige dich auch ausnahmsweise. So. Aber das siehst du genauso, oder? Auf jeden Fall. Also, wenn ich den Anspruch hätte, es direkt im ersten Versuch perfekt machen zu wollen, dann würde ich aus der Schreibblockade gar nicht mehr rauskommen. Also ich glaube, Perfektionismus ist wirklich der beste Freund der Schreibblockade. Und man kann auch nichts überarbeiten und verbessern, wenn nichts da ist. Das sage ich mir immer. Ich sage, im ersten Versuch ist immer Hauptsache irgendwas hinbringen, besser werden kann es dann noch. Also es drängt mich ja keiner, das als letzten Textentwurf stehen zu lassen, sondern überarbeiten geht immer. Und das mache ich dann auf jeden Fall auch. Okay, wir sind ja quasi beim Beispieltext für den Aufbau von Reichweite, sage ich mal. Du hast gesagt, du hast Zwischenüberschriften eingebaut, du fängst an, den Text zu strukturieren. Gibt es dabei etwas, was du im Vorfeld schon, worauf du im Vorfeld schon im Hinblick auf den Reichweitenaufbau achtest, wenn du so einen Text strukturierst? Oder bist du da jetzt erstmal komplett, sage ich mal, weg von der Suchmaschine? Komplett weg bin ich auf keinen Fall. Reichweite, wenn man jetzt sagt, okay, Reichweite soll über Google kommen, ist ja nochmal was anderes, als wenn man sagt, die Reichweite, das ist jetzt ein Social-Media-Artikel, der soll möglichst viral gehen, da spielen Keywords gar keine Rolle. Ich wäre dann eher in der Fraktion Reichweite über Google aufbauen und da berücksichtige ich dann schon so ein paar grundlegende Dinge, dass hin und wieder bestimmte Keywords, Formulierungen auftauchen. Aber das ist ja letztlich nicht mehr so entscheidend, wie das vielleicht vor 5 oder 10 Jahren war, dass man so ganz künstlich formulieren musste. Also meistens schreibe ich einfach den Text, wie es mir inhaltlich sinnvoll erscheint. Und dann prüfe ich anschließend nochmal, okay, wo kannst du vielleicht jetzt eine Formulierung ersetzen oder leicht anpassen? Aber mittlerweile ist Google ja auch so weit, dass das mit dem übereinstimmt, was ein Mensch gut finden würde. Also gute Rankings bekommen die Artikel, die einen Mehrwert stiften und die gut geschrieben sind, tatsächlich. Ja. Da gab es ja auch vor kurzem gerade auch diese Änderungen, dass auch das Seitenalter, ich glaube, das war ja vorher ein entscheidender Ranking-Faktor, dass das gar nicht mehr so eine große Rolle für den Algorithmus spielt, dass halt nicht dann die ersten Seiten, die ältesten Seiten mit dem Content als erstes angezeigt werden, sondern wirklich die, die halt den besten Content bieten, unabhängig vom Alter der Seite. Das ist ja auch nochmal ganz schön für die kleinen Unternehmer wie uns zum Beispiel, die halt vielleicht noch nicht 50 Jahre am Markt sind. Und natürlich auch für B2B-Unternehmen auch. Ne? Wenn die Webseite halt noch nicht so alt ist, dann haben sie trotzdem noch die Chance, mit gutem Content gegen ihren Wettbewerber anzustinken. Das auf jeden Fall, genau. Okay, du hast gerade gesagt, ein paar Faktoren, auf die du achtest. Was wäre das denn so? Kannst du mal so drei oder so, die dir jetzt spontan einfallen, nennen? Also auf jeden Fall Meta, Title, Meta Description, dass das passende Längen hat, dass die Description auch so formuliert ist, dass es einen Cliffhanger hat, dass man aber auch direkt das Wichtigste an den Anfang stellt, dass das nicht irgendwie abgeschnitten wird, das entscheidende Keyword. Solche Fehler sollte man vielleicht nicht machen. Dann das Keyword in die Hauptüberschrift, die Überschriften entsprechend formatieren, H1, H2, keine Ebene da auslassen. Wobei es eben für solche Dinge auch mittlerweile ja sehr gute Plugins gibt oder irgendwelche Tools, die das dann prüfen und einem anzeigen. Also da ist man mittlerweile so entlastet, dass man sich wirklich auf die inhaltliche Gestaltung konzentrieren kann. Aber das wären auf jeden Fall Aspekte, einfach eine übersichtliche Gliederung, keine episch langen Absätze, sondern so, dass man es auch gut scannen kann. Sowas ist hilfreich. Ich denke dann auch mit an die Google-Sucher, die jetzt direkt Fragen eingeben und kurze Antworten wollen. Da kann man auch punkten bei Themen, wo es sonst schwierig ist, vorne sich zu platzieren in den Suchergebnissen. Denn durch diese Featured Snippets hat man häufig dann ganz gute Chancen, wenn man wirklich auf konkrete Fragen kurze, knappe Antworten formuliert, dann greift Google das raus. Also das ist nochmal ganz nett. So.
Ja, das wäre das, was mir jetzt so im ersten Wurf spontan einfällt. Du hast gerade gesagt, Tools, die einen entlasten. Arbeitest du damit einem? Kannst du mal so eins verraten? Oder zwei, je nachdem, was dir so einfällt? Ich bin ja Freund von WordPress. Und da gibt es diese klassischen Tools wie Yoast, SEO-Tool. Es gibt da aber auch andere. Das ist mir eine Glaubensfrage. Und am Ende leisten die alle ähnlich gute Arbeit auch. Und ja, ich glaube, die Qualität ist dann mittlerweile sehr gut. Ich würde jetzt die Verantwortung da nicht abgeben. Also wenn Yoast mir sagt, die Lesbarkeit ist nur auf die Arbeit mit so einer Ampel, die Lesbarkeit ist nur auf Orange. Und ich aber finde, dieses Thema muss so formuliert sein. Ich kann die Sätze jetzt nicht noch mehr kürzen. Ich möchte auch mal ein paar Nebensätze in meinen Text einbauen. Dann ignoriere ich das. Also man sollte jetzt sein Hirn nicht ausschalten, nur um da grüne Ampelanzeigen zu erzeugen. Okay, wenn wir nochmal zu deiner Textüberarbeitung zurückkommen, du sagtest ja, du hast es grob strukturiert, wie geht es dann weiter? Also grob strukturiert, vielleicht getextet, hast deine SEO-Sachen, auf deine SEO-Sachen geachtet, weil gerade im B2B ist ja Google auf jeden Fall, hat es eine sehr hohe Relevanz, glaube ich, können wir uns darauf einigen. Was kommt dann noch, also was machst du noch? Dann lasse ich den Text meistens wirklich liegen. Kann gut sein, dass ich den wirklich einen Tag liegen lasse, um dann nochmal mit einem frischen Blick da drauf zu schauen. Dann versetze ich mich wirklich nochmal bewusst in den Leser, für den ich das geschrieben habe. Also erinnere mich an die Bayer-Persona und an die potenzielle Suchabsicht und lese das dann unter dem Gesichtspunkt nochmal durch. Sind alle Aspekte drin? Ist irgendwas zu lang? Irgendwas muss ich vielleicht doch rauslassen, weil es gar nicht so entscheidend ist. Das prüfe ich und dann gehe ich nochmal auf sprachliche Schönheit drüber, weil das mittlerweile, finde ich, auch nicht mehr zu vernachlässigen ist. Und angesichts der Unmengen an Content kann man auch nicht mehr punkten mit einem Artikel, der einfach sehr lieblos und schlecht geschrieben ist. Ja. Muss man mal auf die Google-Ergebnisse der ersten Seite gucken, dass es hat alles schon irgendwie Hand und Fuß und ist vernünftig professionell formuliert. Nur mal eben so hinschreiben, damit kann man nicht mehr viel erreichen. Ja. Genau, deswegen gucke ich da vom Stil und vom Ausdruck auch nochmal. Und dann ganz final Rechtschreibung, Grammatik. Das ist natürlich mal schwer, wenn man den Text selbst geschrieben hat. Aber ich versuche trotzdem so eine kleine interne Qualitätssicherung davor zu nehmen, ehe ich das dann an den Kunden rausgebe. Ja. Was für dich natürlich einfach ist, weil du ja studierter Journalist bist, sehr textlich sehr talentiert, sage ich mal. Würdest du denn jemandem empfehlen, der da vielleicht nicht so seine Stärke hat, den auf jeden Fall nochmal Korrektur lesen zu lassen, den Text? Unbedingt. Also hätte ich jetzt auch direkt irgendwie Kollegen neben mir sitzen, wäre das für mich ein Standard. Ja. Bei größeren Projekten kann es sogar sein, dass ich sage, okay, das lohnt sich. Ich schicke das einem Kollegen rüber, um da wirklich das Qualitätsniveau hochzuhalten, weil es natürlich auch für den Kunden schwierig ist, zu sagen, wir verkaufen Premium-Produkte, die kosten so und so viele 1.000 Euro und in den Artikeln sind dann aber Fehler, das passt nicht zusammen. Also das macht einfach einen schlechten Eindruck und gehört irgendwie zur Qualität für mich dazu. Ja, das stimmt. Eine Frage kommt mir gerade noch hoch, da würde ich gerne deine Meinung zu wissen. Mir ist aufgefallen, jetzt wenn ich Dinge google, auch in Vorbereitung für meine Blogartikel natürlich, sind teilweise Artikel echt utopisch lang. Ne? Also wirklich, keine Ahnung, dass man da irgendwie gefühlt 20 Seiten lange Artikel hat, die schon eher fast ein E-Book sind. Wie stehst du denn da zur Textlänge? Also gibt da irgendwas, wo du sagst, okay, das ist eine gute Faustformel, auf die ich achte? Oder das sind Kriterien, die ich beachte. Worauf achtest du dabei? Das ist eine gute Frage und ist auch in dieser Content-SEO-Szene, soweit ich weiß, noch relativ umstritten. Mhm. Wobei der Trend schon dahin geht, dass man sagt, nein, man muss nicht so 3000 Wortartikel zu jedem Thema verfassen, um überhaupt bei Google vorne mitzuspielen. Ich war auch eine ganze Zeit überzeugt, man muss eine gewisse Länge erreichen, sonst kann man das Thema nicht passend aufbereiten.
das trifft auf manche Themen zu, aber bei manchen anderen Fragen von Nutzern ist es viel besser, einen etwas kürzeren Text zu formulieren, auf den Punkt zu kommen, weil es ja darum geht, die Suchabsicht zu befriedigen. Also ich will ja dem Nutzer schnell weiterhelfen. Dann hat er einen guten Eindruck, sieht sich vielleicht noch auf der Website anderweitig um. So funktioniert es. Und ich glaube, entscheidender als Länge ist, das habe ich auch erst neu dazu gelernt, dass man nicht irgendwie auf Teufel komm raus einfach nur Text absondert, sondern es einfach anders macht als die Texte, die bisher in den Top 10 sind. Also neue Perspektiven, multimedialer, ja, besser recherchiert, irgendwie noch einen neuen Dreh bringt, sodass Google sagt, okay, der ist vielleicht nicht so lang, der ist vielleicht auch noch nicht die Website super alt, aber da scheint ein Aspekt noch zu sein, der bisher nicht aufgegriffen wurde, also nehmen wir den rein und ranken den hoch. Ja, das mache ich tatsächlich auch, wenn ich zum Beispiel Blogartikel schreibe, die, sage ich mal, mit einer Absicht geschrieben sind zu ranken, dann gucke ich mir auch immer die Artikel an, die auf der ersten Seite sind und gucke halt aus SEO-Sicht drauf und sage mir, okay, was machen die gut, was machen die nicht so gut und was kann ich vielleicht sowohl inhaltlich, aber auch aus SEO-Sicht noch hinzufügen, um es besser zu machen. Ganz oft fehlt zum Beispiel ein Video, dann denke ich mir, okay, dann packe ich halt bei mir noch ein Video rein, wo ich vielleicht einen ganz interessanten Aspekt beleuchte, wie die Erfolgsfaktoren oder Fehler oder Fallstricke oder keine Ahnung, Fragen, je nachdem, was halt gerade so zu dem Artikel passt. Oder Bilder, Infografiken, ne, vielleicht ein Praxisbeispiel mit rein, wenn manche nur die sage ich mal, langweilige Theorie reinschreiben. Das finde ich schön, dass ich habe im Übrigen sowieso ganz viele Parallelen entdeckt gerade. Das ist ganz schön. Ja. Also das wäre auch so das Vorgehen, was ich für mich jetzt praktiziere. Ja, ja. Möchtest du zum ersten Beispiel Texte schreiben zum Reichweitenaufbau, sage ich mal, noch was ergänzen? Also irgendwas, wo du sagst, so, hey, das würde ich gerne noch abschließend hinzufügen, bevor wir zum zweiten Beispiel kommen? Ja, lass uns gerne mal zum zweiten Beispiel kommen. Ich wüsste jetzt nicht, ich glaube, da haben wir es ganz gut umrissen. Auf jeden Fall. Ich habe mega viele Tipps mitgenommen. Also ich bin auch wieder viel dazu gelernt und ich glaube, dass das den Zuschauern genauso geht. Und gut, jetzt kommen wir aufs zweite Beispiel. Und zwar geht es ja nicht nur darum, Reichweite aufzubauen für die Webseite im B2B, also hinzukriegen, dass die beiden Personen auch auf die Webseite kommen, sondern es geht ja auch darum, dann, dass die Leute, die auf der Seite sind, zu Leads werden, ihre Kontaktdaten hinterlassen und ich dann sozusagen den ersten Fuß in der Tür habe, um meine Produkte zu verkaufen. Und in dem Zusammenhang spielen ja Lead-Magneten eine super, super wichtige Rolle. Und du kriegst das bestimmt auch immer mal wieder, den Auftrag, einen Lead-Magneten für einen Kunden zu erstellen, wie ein E-Book oder ein Whitepaper, Checkliste, was auch immer. Und da fände ich es natürlich total spannend, wenn du noch mal erklären könntest, wie du dabei fachlich vorgehst und worauf du dabei achtest. Also so unterschiedlich ist das Vorgehen gar nicht. Mhm. Auch da ist wieder so, der Kunde hat sich ja meistens schon Gedanken gemacht, worum soll es gehen, wen soll der Download-Content ansprechen, sei es E-Book, Checkliste, was auch immer. Also die Rahmenbedingungen stehen dann eigentlich schon. Dann ist in dem Fall auch nochmal, es ist immer wichtig, sich in den Kunden reinzuversetzen, die Buyer-Persona, was ist so gerade deren Ausgangssituation, wenn es um das konkrete Thema geht, was möchte der wohl wissen, einfach um zu strukturieren, welche Inhalte sollte man abbilden. Und dann sollte man sich auch überlegen, okay, wenn der Leser das durchgelesen hat, was sollte er gelernt haben, was sollte er als nächstes tun, also was will man erreichen? Man führt ja den Leser von A vor dem Lesen, der konsumiert den Content, zu B, dann sollte man sich Gedanken machen, möchte man dann, dass er eine Beratung in Anspruch nimmt, möchte man einfach, dass er irgendwie mehr Wissen hat und oder sich anmeldet zu irgendeinem Webinar, was möchte man? So, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und dementsprechend, das wirkt sich natürlich auf die Art, wie das der Content geschrieben ist, aus und auch auf den Inhalt, den man da reinbringt. Das wären so die strategischen Vorüberlegungen. Mhm. Genau, und dann wiederholt es sich eigentlich. Dann muss man nicht mehr so wahnsinnig viel
Suchmaschinen, Keywords beachten bei der Texterstellung. Das fällt dann natürlich weg. Wobei dieser Anteil ja auch relativ gering ist. Ja. Dann geht es wieder um Recherche. Mehr natürlich noch, dass man möglichst internes Material bekommt, damit man jetzt auch einen Mehrwert bietet, der nicht schon überall im Netz steht. Also ich finde, jedes Unternehmen sollte sich bemühen, wirklich einen Mehrwert zu liefern, der nicht nur daraus besteht, dass man von 3 Websites abgeschrieben hat. Und das funktioniert eben, indem man die interne Expertise anzapft. Da ist meistens total viel Wissen und da kann man ein bisschen kreativ werden und auch einfach mal neue Formate vielleicht ausprobieren und welche internen Interviews führen und daraus Content erstellen. Also da kann ich mir ganz viel vorstellen. Als externer Texter bin ich dann darauf angewiesen, dass mir solches Material zugespielt wird oder eben gesagt wird, okay, führ du ein paar Interviews, wir geben dir die Telefonnummer. Und wenn ich das Material habe, dann schreibe ich und dann wiederholt sich das Ganze. Ja. Eine Frage kam mir dann natürlich wieder bei hoch. Und zwar, du hast ja gesagt, im Grunde, dass man sich Gedanken machen sollte über die Customer Journey des Kunden. Also wie kommt er auf die Webseite? Was soll er quasi mit dem Lesen des Contents, des Leadmagnetens tun? Und was ich glaube, was für viele ganz, ganz schwierig ist, ist, wie viel verkaufe ich denn schon in diesem Lead-Magneten? Verkaufe ich überhaupt? Mache ich da nur am Ende irgendwie eine Seite rein? Also wie stehst du dazu? Was wären da so, sind da so deine Best Practices? Ich persönlich bin kein Freund von sehr aufdringlichem Verkaufen. Von daher, man hat sowieso ja eine, ich sag mal, Landingpage-Seite, auf der der Content runtergeladen wird. Das ist klar, das hat einen werblichen Charakter, also werblich im Sinne von, dass man irgendwie ein Call to Action macht, dass derjenige bitte seine Mailadresse da einträgt und das runterlädt, weil es aus den und den Gründen ja vorteilhaft ist. Dann listet man ein bisschen auf, was ist der Mehrwert. Und dann würde ich aber das eigentliche E-Book oder White Paper sehr fachlich halten. Also ich würde davon eher abraten, das dann als kompletten Sales Pitch zu formulieren. Das finde ich ist nicht passend. Was man machen kann, finde ich, ist irgendwie am Ende eine Seite einzufügen. Das ist auch so ein bisschen mit Service-Charakter zu sagen, okay, Sie haben jetzt das und das erfahren. Und wie geht es denn jetzt weiter? Wenn Sie jetzt Interesse haben, wenn Sie jetzt tiefer ins Thema einsteigen wollen, dass man vielleicht so eine kleine Roadmap zeichnet, irgendwie kostenlose Beratung, wir bieten Workshop, dass man irgendwie so einen Cliffhanger macht, der aber einen Service-Charakter hat, der jetzt nicht einfach nur nochmal ein Pitch ist, wir haben zu den Themen die und die Produkte, das würde ich weglassen. Was hältst du davon, wenn man in diesen Lead-Magneten so Fallstudien mit reinpackt, also Praxisbeispiele und sowas schreibt wie, aus unseren Kundenprojekten haben wir die und die Erfahrung, also ist das für dich schon Verkaufen oder sagst du, nee, das ist was man durchaus auch machen kann, irgendwie so Praxisbeispiele und Erfahrungen aus Projekten, das ist ja auch, ich sag mal, nicht wirklich Verkaufen, aber es ist so, man gibt so seine Expertise mit und schwingt so ein bisschen sich in Richtung Expertentum ein? Das finde ich ehrlich gesagt völlig unproblematisch, weil das ja einen Mehrwert für den Nutzer hat. Mhm. Und das ist ja klar, hat das irgendwie, ist das sowas wie Referenzmarketing, man zeigt, okay, das sind unsere Kunden, aber letztlich bleibt man dabei ja nicht stehen, sondern man erzählt die Geschichte der Kunden, also eine Case Study, wo dann auch klar wird, okay, das war die Situation am Anfang, das waren die Probleme und so hat ihnen das weitergeholfen. Das hat ja, ist ja hilfreich. Das ist ja nicht einfach nur Werbung und Selbstbelobigung. Ja, okay. Das hast du nochmal schön zusammengefasst. Wow, 2 Beispiele, super viel Input bekommen. Vielen, vielen Dank, Paul. Jetzt komme ich nochmal zu meiner Standardfrage, die ich eigentlich fast, also ich überlege gerade, nee, die stelle ich jedem Interviewgast, weil bei Marketing .de geht es ja darum, mehr Reichweite, Leads und Umsatz im B2B zu generieren. Und was ich nochmal ganz spannend fände, wäre, was sind denn deiner Meinung nach Erfolgsfaktoren bei der Content-Erstellung, die dazu beitragen, mehr Reichweite, Leads und Umsatz zu generieren?
Ja, es gibt natürlich viele Faktoren. Ich würde sagen, Reichweite im B2B speziell, dass man sich bewusst ist, was sind die Besonderheiten von B2B im Vergleich zu B2C, dass man auf Qualität achtet, im Sinne von Zielgruppenpassung und auch inhaltlicher Qualität, Recherchetiefe, auch eben diese SEO-Aspekte, das ist für mich auch ein Qualitätsmerkmal, wenn ich es anders mache, wenn ich neue Perspektiven einbringe. Und eine Regelmäßigkeit sollte gegeben sein. Also manche Unternehmen sind mir schon begegnet, die haben so die Idee, man macht jetzt, sammelt jetzt einmal ganz viel Content, dann macht man die Seite hübsch und dann kommen die Leads. Mhm. Aber das reicht natürlich nicht. Man muss sich strategischen Plan machen, Redaktionsplan und versuchen, regelmäßig Content zu erstellen in entsprechender Qualität. Und genau, das muss jetzt nicht viel hilft viel nach dem Motto geschehen, aber irgendeine Regelmäßigkeit, sodass ich auch der Nutzer darauf einstellen kann, das ist schon hilfreich und das ist auch aus SEO-Gründen hilfreich. Ja. Das wären so drei willkürlich rausgepickte Faktoren. Ja, die aber auch sehr, sehr wichtig sind. Also von daher auch diese Sichtweise mit der anderen Perspektive finde ich sehr spannend. Ich glaube, dass viele darauf auch nicht den Fokus setzen, sondern einfach denken, okay, jetzt gucke ich mir einfach den an, der ganz vorne ist und mache es genauso und dann bin ich auch vorne. Ja, könnte man denken, ist ein Trugschluss. Deswegen ist das schon ein super, super wertvolles Learning. Gut, dann sind wir schon am Ende angekommen. Gibt es noch irgendwas, was du der Marketing-Idee-Community noch mit auf den Weg geben möchtest, die sich mit dem Thema Content-Erstellung im B2B auseinandersetzen möchten? Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und kann da nur jeden ermutigen, sich da reinzustürzen. Wird nie langweilig. Natürlich verändert sich immer viel und man sollte da am Ball bleiben. Aber das Schöne ist auch, dass die Grundfunktion, wie gute Texte funktionieren, diese psychologischen Mechanismen, die bleiben gleich. Und deswegen, es lohnt sich, sich da einzuarbeiten. Wer jetzt im Marketing arbeitet, da würde ich wahrscheinlich tatsächlich sagen, okay, man sollte sich, es ist gut, sich einen Überblick zu verschaffen, was ist denn guter Content, worauf muss man achten, aber vielleicht nicht den Anspruch haben, da jetzt selber total toll drin zu werden, sondern da ist es schon schlau, sich zu fokussieren, weil Marketing einfach oder auch Content-Marketing ein so weites Feld ist und da hat jeder so seine Stärken und da sollte man dann die Content-Erstellung vielleicht doch lieber irgendwie den Profis überlassen. Ja. So. Ja, das sehe ich im Übrigen genauso. Also ich war ja vorher Marketingmanagerin und es ist einfach so, das Tagesgeschäft ist so vollgeproppt und man hat so viele Dinge im Kopf. Und natürlich musst du wissen, wie muss ein guter Text aussehen, wie erstellt eigentlich ein Redakteur einen Content, um halt auch zu wissen, okay, was braucht der eigentlich von mir, um gute Arbeit machen zu können. Weil letzten Endes bin ich natürlich sehr daran interessiert, dass das Ergebnis super gut ist. Aber letzten Endes bleib bei deinen Stärken. Das sage ich auch in meinen Coachings immer. Ne, häufig ist es im B2B ja auch so, gerade in den klassischen Unternehmen, die dann sagen so, nee, lieber alles selber machen. Und ich denke mir dann so, nee, lass das mal lieber. Weil Content-Erstellung, es gibt halt auch einfach so Bereiche, die kann man halt wunderbar auslagern. Das funktioniert einfach hervorragend. Wie Grafiken zum Beispiel, aber Redaktion, Content-Erstellung, das sind einfach so Dinge, die man wunderbar auslagern kann, auch im B2B-Bereich, und um sich da ein bisschen Freiraum zu schaffen. Also das sehe ich genauso. Bleib bei deinen Stärken. Wenn du gut Texte schreibst und daran Spaß hast und es auch gut in dein Tagesgeschäft integriert wirst, gut, mach das. Aber ansonsten sehe ich auch so lieber Experten hinzunehmen, sehe ich ähnlich wie du. Ja, nee, es braucht auch einfach Zeit und die Zeit hat dann im Alltagsgeschäft auch nicht jeder. Ja, ich hatte neulich auch ein Interview, da sagte sie auch, sie dachte, ich weiß gar nicht, ob wir das im Interview besprochen haben, aber es ging auf jeden Fall darum, sie dann auch sagte, sie hatte sich erst vorgenommen, super viele Blogbeiträge zu schreiben und total regelmäßig und dann hat sie halt gemerkt, puh, da habe ich irgendwie gar keine Lust, so ein Social Media ist eigentlich eher meins und das ist genau richtig, dann halt zu sagen, so, hey, nee, ich konzentriere mich auf das, was ich gut kann und das, was ich vielleicht nicht so gerne mache, weil dann wird es im Umkehrschluss ja auch nicht gut, lagere ich dann lieber aus und gebe das jemandem, der dabei total viel Spaß hat. Wie du zum Beispiel. Jetzt hakt es gerade, glaube ich, Paul. Bist du wieder da? Paul?
Paul. Das wäre natürlich äußerst ärgerlich, wenn wir... jetzt ist es echt ausgefallen. Die Aufzeichnung läuft aber noch, deswegen hatten wir eine kurze Pause drin. Ich glaube, das hat trotzdem funktioniert. Das ist dann wieder das, die Praxis. Herzlich willkommen. Das ist doch wunderbar. So muss das doch sein. Immerhin, jetzt geht es wieder. Ende. Das ist doch super. So, das gehört halt auch dazu. Ich schaue mir das am Ende mal an. Und gut, kommen wir trotzdem nochmal vielleicht ganz zur letzten und zwar zur wichtigsten Frage. Wenn ich jetzt sage, hey, ich finde Paul total super, ich würde mich gerne im Nachgang mit ihm vernetzen, wie oder wo kann ich dich denn finden und mich mit dir connecten? Ja, würde ich mich freuen. Ich bin gut zu finden über meine Website, paulhenkel.com, aber auch bei LinkedIn bin ich und bei Xing und ich glaube, auf beiden Plattformen kann man mich recht gut finden und am besten bei der Kontaktanfrage kurz dazu schreiben, was der Grund ist über Marketing, ich, Marie, dann weiß ich Bescheid, weil sonst kann es sein, dass ich da gar nicht reagiere, weil ich denke, ist vielleicht Spam oder so. Aber ansonsten freue ich mich immer sehr. Ja, schön. Dann verlinke ich das auch alles unter dem Interview natürlich, die ganzen Kontaktdaten, deine Webseite, E-Mail-Adresse, was ich da so alles finde. Und genau, sage dir ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview. Es war super informativ. Ich habe mir total viel mitgenommen. Hat total viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald und mach dir noch einen schönen Tag, Paul. Ja, danke dir. Sehr interessante Fragen. Ja, auf bald. Auf bald, Paul. Ciao.